Was geht ab, Leute? Nerdalert Games und willkommen zurück zu Days Gone. Auf geht's, nächste Mission. Ich kann Unkraut hier jäten. Ich schau mich nochmal um. Wo zum Teufel ist mein Bike? Hab ich das da hinten stehen gelassen? Der speichert und stellt mir das nicht vorne hin. Obwohl, ich habe eine ganz andere Idee. So müssen wir es eigentlich auch bekommen. Ich muss eh nachtanken. Also von daher... spreche ich mir mit dem Mechaniker. Hey, was gibt's? Und reparieren. Und da steht's auch schon. Aufgetankt. Und upgegradet. Ach, das verdammte Tor auf. Das geht in anderen Spielen besser. Das ist schon 5-mal offen. Du solltest was lernen. Ich muss wirklich sagen, ich wollte es gerade loben. Wie, hörst du mich? Motorradfahren ist geil. Oh ja, ja, sie hat sich gefreut, wie verrückt. Ja, also ich kaum wieder eingekriegt. Ja, klar. Scheiße, wieder Nacht, ey. Ich erwisch immer die Nacht. So, wir müssen mal gucken, wo wir hin müssen. Dann machen wir einen kleinen Fast Travel. Schnellreise im aktuellen Zustand nicht möglich. Ich hab wahrscheinlich Feinde hinter mir. Wir haben einen Job für dich. Hey, Copeland. Ja, okay. Ich komme dann, sobald es reinpasst. Liegen alle. Boah, keinen verdammten Job. Aber wenn wir da upgraden, dann können wir geile Waffen bekommen, beziehungsweise weiter das Motorrad upgraden. So, die kleine Schnellreise mal eben. Praktisch, keine Ladezeit für euch. Hälfte am Tank verballert. Vom Tank. Macht nichts. Oh, da oben, okay. Ich bin auf keine große Horde bisher gestoßen. Aber das wird sich schnell ändern. Ich finde es ein bisschen schade, dass wir keine Waffen so finden. Wir finden zwar Pläne. Oh, das war knapp. Aber Waffen sollten auch rumliegen. Ich meine, das ist eine verdammt offene Welt und da liegt nichts rum. Ach, wir sind wieder hier. Okay. Das hat sich bei mir noch nicht ganz eingeprägt. Komisch, bei unserem Camp geht es automatisch auf. Drückt Busa wahrscheinlich einen Knopf oben. Ist er weg? Wo ist er hin? Lass es Tag werden. Hey, warum antwortest du nicht? Yep. Ich weiß nicht, ich war... Moment mal, warte. Ich bin okay. Ich versuche es, okay? Du hast Fieber. Mir platzt die Birne. Du hast Fieber. Nein, ich bin nur müde. Okay, bleib hier. Ruh dich aus. Ich überleg mir was. Hör zu, ich brauch keinen Babysitter. Mir geht's gut. Shit. Komm schon, denk nach. Fieber ist so gesehen nicht schlimm. Aber wenn er eine Infektion hat, muss das sofort bekämpft werden. Meistens mit Antibiotika, sonst verreckt er. Wenn er durch die Infektion Fieber bekommen hat, ist schon ziemlich kacke. Gerade in dieser Welt. Hier, komm. Ich zeig dir, was wir suchen. Jupp, gefunden. Oh. Okay, komm, konzentrier dich. Ich bin hochkonzentriert. Okay, also dieses Exemplar hier heißt Lavandula angustifolia. Lavendel. Naja, solange ich den Studienkredit abbezahle, bleibe ich bei Latein, aber ja. Bezahlt ist bezahlt. Gut so. Okay, los, deine Hände. Okay, jetzt legst du die eine Hand um die Blume und die andere an den Stängel. Okay. Genau so. Und dann ziehst du langsam... Hey, ich kann Unkraut jäten.
Entschuldige bitte, das ist kein Unkraut, vorsichtig. Und doch zupacken. Oh ja, aber nicht zu fest. Okay, bereit? Mhm. Los. Na bitte, das war perfekt. Ja. Oh. Das riecht aber nicht gerade gut. Okay, du machst hier weiter und ich sammle noch mehr. Also, yay, Blumen sammeln. Tja, die Leute im Labor sind ganz schön aufgeregt. Sie glauben, sie haben eine Unterart, die mutierte Monoterpenoide enthält, die wiederum ein modifiziertes Linalol produzieren, das... Das ist so... Oh Mann, danke, Einstein. Das möchte er bestimmt verwenden, damit er Fieber heilen kann? Sie enthält eine Chemikalie, aus der wir eine neue Arznei herstellen können. Für Brandopfer. Wo ich herkomme, nutzt man nur Kraut, das man rauchen kann als Arznei. Busa kennt einen Typen mit einer Plantage 3 Meilen von hier. Oh, na toll. Busa wird noch im Gefängnis landen und dich nimmt er mit. Und was macht ihr sonst noch so? Chemiewaffen, Massenvernichtungswaffen, sowas? Nein. Also, ich nicht. Ach ja? Es steht in meinem Vertrag. Meine Forschungen dienen keinem militärischen Zweck. Und wenn du da was erfindest, klauen die das einfach. Hey, hier drüben ist noch mehr. Warte, ach, stopp. Komm, das Wasser ist sicher herrlich. Warte mal. Was ist los? Damit kannst du weitermachen. Komm, was ist? Eine lange Geschichte. Schon okay. Dann laufen wir halt. Ich laufe gern. Er kann nicht schwimmen. Erzähl mir doch was von deinen Pflanzen. Echt? Mein Gott, sie wollte sich ausziehen und er wollte also nicht. Also diese Art hier ist adventiv. Du willst, dass ich dich frage? Das bedeutet ursprünglich nicht von hier. Du kannst Ogden dafür danken. Wem? Oh, scheiße, ich hab gefragt. Peter Skeen Ogden, der erste Entdecker, der durch diesen Teil Oregons kam. Er und einige der anderen frühen Forscher brachten ihre Heilkräuter und Pflanzen mit hierher. Einige gingen verloren und wachsen jetzt hier. Hauptsächlich an den Ufern von Seen und Teichen. Der erste weiße Entdecker. Wow, sieh an. Macht voll auf politisch korrekt. Glaub nicht alle Vorurteile, die du über Biker hörst. Wir sind eigentlich ziemlich nett. Glaube ich. Im MC gibt's auch Schwarze. Einer ist Vollmitglied. Ich glaube, ich habe hier bisher noch keinen einzigen Schwarzen gesehen. In diesem komischen, kleinen Kaff. Ja, Jack lässt ab und zu ein paar aus Sacramento herbringen, nur um den Skinheads hier eins auszuwischen. Macht er nicht. Nein, macht er nicht, war nur ein Witz. Jersey Jim ist ein alter Kumpel von mir, ich hab ihn eingeführt, wir waren in der Einheit. Komm mal zum Clubhaus, dann zeig ich dir alles, würde dir gefallen. Er ist witzig, er macht eine fiese Margarita. Naja, ich muss Montag früh im Labor sein, also. Wir sind um 10 wieder in deinem Bett, versprochen. Wie könnte ich so ein Angebot ablehnen? Okay, und jetzt pflücke ein paar. Lavendel. Ich soll Lavendel pflücken. Yep. Und bring mir 3 Pflanzen. Zerdrücke sie nicht. Oh, ich werde sie zerdrücken. Na los. Da waren schon 3 Stück dran. Bullshit. Eine. Schön für dich. Die hier? Yep, mach weiter. Gut, dass er diesen Flashback hat. Damit können wir Busa helfen. Dich. Wow, es gibt also noch Kavaliere in Fairwell. Keine Ahnung, aber mit deren Verschwinden habe ich nichts zu tun. Hey. Oh. Die Arme. Hey, ist das Zeug, das wir nachher rauchen? Nein, dieses Zeug trinken wir nachher. Ich mache so einen super Kräutertee. Ist klar. Hey, alles klar. Wenn du rüberkommst, dann mache ich dir einen, solange du mich nach Hause fährst. Alles klar, gut. Ja, du wirst schon sehen. Und für mich holen wir unterwegs noch ein Bier. Bingo, das ist es. Gib mir ein paar Tage. Ein paar Tage. Wer weiß, ob er so lange hat. Doch kann er laufen. Das kann sich aber immer noch verschlimmern. Finde Lavendel. Und immer noch wird die Story kein Millimeter vorangetragen. Wir machen immer noch Story-Missionen, die so sind wie Nebenmissionen.
Lavendel, gehe ich mal stark von aus, wächst irgendwo am Wasser jetzt. Sorry, ich bin aber eigentlich nicht. Hast du was gesagt? Oh fuck. Es ist, es ist etwas, das Sarah mir gezeigt hat vor ein paar Jahren, bevor, egal. Hier draußen wächst eine Pflanze, Lavendel. Sie wächst im Schatten, an Flüssen, an Seeufern. Ich werde mal sehen, ob ich sie finde. Scheiße, Bruder, so wie sich der Arm anfühlt, probiere ich alles. Aber scheiß auf Lavendel, bring mir was zu rauchen. Ende. Idiot. Ich werde dieses... Oh! Holy fuck, ich hab mich getötet damit, das geht? Nicht schlecht. Das probieren wir nochmal. Aber das macht Spaß, hier so zwischenzufahren, dem Weg nicht zu folgen, hier so runter. Und man killt sich schon wieder. Ich hab mich mal sicherheitshalber nochmal voll geheilt. Vielleicht überleben wir dann so einen Sturz. Sorry, ich bin etwas neben der Spur. Hast du was gesagt? Es ist etwas, das Sarah mir gezeigt hat vor ein paar Jahren, bevor, hier draußen wächst eine Pflanze, Lavendel. Sie wächst im Schatten, an Flüssen, an Seeufern. Ich werde mal sehen, ob ich sie finde. Scheiße, Bruder, so wie sich der Arm anfühlt, probiere ich alles. Aber scheiß auf Lavendel, bring mir was zu rauchen. Ende. Wie auch immer, ich werde dieses Zeug suchen und dann eine Brandsalbe daraus machen. Also hör auf, hier rumzumotzen. Leid, Bruder, ich fuck, ich muss stehen bleiben. Dreh hier nur langsam durch, weißt du? Ah, keine Sorge, Bushman. Wir fahren nach Norden. Ich schwör's bei Gott. Es dauert nicht mehr lang, hörst du? Ja, Ende. Ein Massengrab. Warum wurde der Scheiß hier nochmal vergraben? Ach ja, weil sie Arschlöcher sind. Es geht nicht anders. Voll getankt und weg hier. Hordenstrategie. Die beste Strategie gegen eine größere Horde ist oft, sich mit guten Waffen und Ressourcen einzudecken, besonders wenn man unvorbereitet ist. Erkunde die Umgebung und entwickle einen Notfallplan, bevor du versuchst, sie zu erledigen. Nein, jetzt nicht. Definitiv nicht. Boah, hier ist Lavendel. Und hier ist die Horde anscheinend. Und die verfolgen mich. Und wir haben Tag. Goddammit. Das musste ja einen Haken haben. Wir können nicht einfach nur Lavendel sammeln gehen, oder? Boah, das sind noch mehr. Nur weil wir in der Mission sind, klatscht das Spiel hier alles rein. Tja. Ich schieße meine Munition leer und dann war's das. Ich bräuchte Granaten. Ich bräuchte Molotow. Ich bräuchte eine automatische. So ein 100-Schuss. Gewehr, keine Ahnung. So eine Saw halt. Ja, die stehen alle am Ufer, wo ich pflücken muss. Oh, du bist da. Ja, ich sollte aber die Stromversorgung hier wieder herstellen. Mist, ich hatte da hinten Benzinkanister. Boah, ich hab die alle da weggelockt, was gut ist. Warum sagt er mir 99 Benzinkanister? Benzin. Oh, so ein Pisser ist ja kein Problem. Oh, wie soll ich da nur Gott. Komm ich nicht rein, da komme ich nicht rüber, da komme ich nicht hoch. Hoch müsste ich. Ich muss unbedingt die Anlage ausschalten. Wo ist der Generator? Oh, fuck. Mann. Yeah, ich bin im Arsch. Das ist das Einzige, was ich gerade habe. Da brennen doch nicht mal welche von. Oh Gott. Ja. Das wird tricky, da reinzukommen.
Deswegen muss ich die ganzen Nebenmissionen machen, um Vertrauen zu bekommen, damit ich an die scheiß Granaten komme, an bessere Waffen, an automatische... Es hat automatische Waffen, aber einfach stärkere Waffen. Ah, ich sollte mit Steinen experimentieren. Was heißt experimentieren? Einfach für Ablenkung sorgen. Moment, wie war das mit dem Steinwerfen? Kategorie Stein. Shit, ich weiß nicht, wie man den Stein wirft. Ach, komm her. Die sind nicht da hinten. Ich könnte Glück haben. Einer weniger ist immer gut. Kann er sich mal entscheiden, wo der lang geht? Slow down ist das Stichwort. Gib mir Lavendel. Wahrscheinlich muss ich alles nochmal von vorne sammeln. Ich habe halt das Pech gehabt, dass ich genau durch die Horde gefahren bin. Oh, ihr glaubt gar nicht, wie schnell ich gleich hier wieder weg bin. Ha! Ist die Horde denn immer noch hier? Ja, auf jeden Fall. Ich dann die Kiste. Oh, da kann ich nur drauf schießen. Ich dachte, da ist was drin. Weg. Das war einfach, aber die wollten, dass ich da durchfahre. Man kann die noch hier so rumlenken, darauf schießen. Das haben die alles extra gemacht. Mann, ich sollte eigentlich da rein. Fuck. Wirklich. Weil da sind Pläne, da kann ich aufleveln. All so ein Scheiß. Oh shit! Das ist interessant, wenn man einfach hier welche rumballern. Mein Motorrad liegt da einfach rum. Armer Pisser. Ich kann einfach verschwinden. Tschüssi! Ihr kriegt mich nie lebend. Obwohl, ich glaube, das wollen die doch. Dass ich mit dem da rumwandere. Das ist... Ah. Bringen wir erstmal den Lavendel weg. Schmieren den irgendwo drauf. Kochen ein Süppchen damit. Oder Tee. Okay. Ich habe hier den derbsten Shit. Hey, Boozer. Gott, verdammt. Schon komisch. Ich habe mich gerade erinnert. Vor ein paar Jahren war Sarah mit mir in Bear Creek. Wir pflückten da Lavendel und Pussy. Sie zeigte mir, wie man diese Brandsalbe macht. Hör zu, ich war draußen, okay? Ich habe mich am Berg umgesehen, Fallen gecheckt. Mein Arm ist so gut wie neu. Na schön. Okay, ich lasse sie einfach liegen und... Hey, hey! Gib mir ein paar Tage.
Okay, wir fahren nach Norden, wie du sagst, und verlassen das Drecksloch. Klar. Ja. Was ist mit dem, ey? Da will man denen helfen und der dreht voll am Rad. Ja, okay. Soll er ruhig weiter so einen Scheiß machen. Nutzen wir den Tag. Oh, es gibt wieder einen dynamischen Wetterwechsel. Ich höre schon Krachen und Donnern. So, wir haben einen Auftrag bekommen. Schnellreise ist nicht möglich. Wir können Copeland besuchen. Das machen wir auch. Story-Mission. Und wir können bestimmt aufleveln dadurch. Ja, ich höre. Was ist? Es gab einen Angriff. Ripper. Ein paar Dutzend. Vielleicht mehr. Gottverdammte Ripper. Die Kleine, die du so besorgt warst? Tot. Ja, Lisa. Warte, Moment. Was ist passiert? Wo ist Lisa? Weg. Sie nahmen sie und drei andere mit. Erlkai folgte sie so weit, wie es ging, aber sie haben sich am Belknap-Krater verschanzt. Moment. Müsste es eigentlich schaffen, wenn ich hier runterfahre? Hey! Verdammt, okay, pass auf. Ich weiß, was diese Schweine mit Geiseln machen. Ich warte das nicht ab. Wir gehen erstmal die Mission für Copeland machen. Ich glaube, dass die gelben Missionen die hauptsächlichen Missionen sind und die orangenen Missionen, was weiß ich, das sind halt so Neben-Story-Missionen. Aber die gehören auch irgendwie zur Story. Keine Ahnung. Die mache ich aber definitiv zuerst. Da abzuleveln wäre mega. Mach doch auf! Oh mein Gott. Was, die habe ich gar nicht gesehen. Oh mein Gott, wie blind. Oh, ich habe keinen Fadenkreuz. Jetzt. Ja, nee, ist klar. Ich habe, glaube ich, auf den Molotow geschossen. Mann. Hey, lass mich rein. Was für ein billiges Tor, ey. Da könnte man so leicht durchdonnern. Nimm ein Auto und weg ist das Ding. Was gibt's? Du sollst mal hier die Vertrauensstufe erhöhen, du Arsch. Mann, drei sogar. Nicht genug Punkte. Ich bin hier. So ist der Arsch. Ich will mal die Markierung setzen. Job verfügbar, ist er das? Das ist er. Weg. Gut. Ich habe was Interessantes für dich. Ja, oder auch nicht, Cop. Ich habe zu tun. Dich interessiert dein Ripper Camp, nicht? Hier, in der Cascade Wilderness. Ripper, hier oben? Wo? Ist wohl doch ganz interessant. Haben sie nicht dich und Boozer angegriffen? Ich habe Boozer auch lange nicht mehr gesehen, oder? Wo, Cop? Oben, bei Separation Meadow. Flag. Du kennst sie, oder? Sie ist über ihr Lager gestolpert, als sie auf Besorgungstour war. Keine Sorge. Ich kümmere mich drum. Gut, kümmern wir uns drum. Hey, wie läuft's? Hey, ich mach das Camperleben. Ich mache dir auf. Oh shit, das Ding ist fast im Arsch. Egal. Das Motorrad hält aber auch wirklich nichts aus. Gar nichts. Durch die Prärie. Einfach hier durch. Wir finden einen Weg. Cruisen einfach rum. Hier hatten wir unseren ersten Fight, kann ich mich erinnern.
Mega Abkürzung, ey, mal ohne Scheiß. Boseman, bist du wach? Bose. Ja, Dick. Ich bin etwas neben der Spur, weißt du. Ich sagte, du sollst dich ausruhen, verdammt. Hör zu, ich bin unterwegs nach Separation Meadow. Cope sagt, da oben ist ein Ripper Camp. Gegnerische Camps. Die Fährverbindung ist voller gegnerischer Camps. Die setzen sich aus Plünderern, Rippern oder Anarchisten zusammen. Bla bla bla. Schalte sie aus. Mach das Überleben sicherer. Ja, ich fahr natürlich wieder voll drauf. Alkai meint, die Ripper wären hinter uns her, dass ein Kopfgeld auf uns ausgesetzt ist. Und die haben mich natürlich direkt gesehen. Was zum Teufel? Wie ist das möglich? Ich meine, sicher, ich hab meinen Schalldämpfer für die Scheißwaffe. Ich muss wohl. Ich hab's nie übertrieben. Meine getauscht haben. Ja, das dachte ich mir. Ripper, dicken Ende. Da kippen die mein scheiß Motorrad um. Ich hau den gleich rein. Was machen die da? Scheiße, ich hätte was geworfen, weil die stehen an meinem Motorrad. Er wurde definitiv befreit. Ich bin getroffen. Das ist gut, wenn die keine Ahnung haben. Neue Fertigkeit, das machen wir ganz schnell. Der Fernkampf, darauf habe ich Lust. Fertigkeiten. Das wir überleben. Fernkampf. Schön. Abklingzeit ist jetzt verringert, das kann mir helfen. Der hat mich da hinten gesehen. Gottverdammter Ripper! Als ob, das war voll der Headshot. Die Kinder sind halt nicht so gut an der Waffe ausgebildet. Wenn die Headshots alle sitzen würden, ey. Willst du hinabsteigen, dann steig hinab! Die sind halt da, ey. Festgebunden, den soll ich nicht killen. Ihr seid die Verehrten. Wie der mich nicht gehört hat, ey. Können ihn in den Busch ziehen. Sehr geil. Die Verstärkung ist auch schon da, macht nichts. Da sind nur Ripper festgebunden, oh mein Gott. Das ist so kacke! Warum habe ich meine Pistole in der Hand? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Zum Glück sind die blind. Ihr habt meinen Bruder verletzt und wisst ihr was? Das werdet ihr wissen. Oh nein. Herstellen schnell. Gottverdammter Ripper. Nee, kein Konzentrationscocktail. Gott, wie viel die einstecken. Reicht mir so langsam. Räumen wir auf. Oh klar, mit dem Sniper. Jojojo. Killt den nicht. Zurückziehen! Zurück! Macht der da? Einer noch. Oh ja.
schön. Ah, wie sieht's aus mit dem Fortschritt für Copeland, ey? Das sind Stories, ich verstehe. Okay, und das ist die aktive große Story. Ah, so haben wir es gekennzeichnet. Gut, dann gehen wir jetzt die Hauptmission wieder an. So, aber jedes Camp hat doch so einen komischen Keller oder was? Die Ripper hier oben werden niemandem mehr Ärger machen. St. John, hört sich gut an. Ich habe neulich mit Manny gesprochen. Beim anderen. Ich weiß, wie sehr du dem Camp hilfst. Ich wollte mich nur bedanken. Mark Copeland, Ende. Was ist mit dem? Können wir die einfach abmurksen oder? Oh. Ich glaube, das ist ziemlich eine richtig gute Erlösung für den. Ich sehe mich nochmal schnell hier um. Das ist ein Aussichtspunkt. Nick, bist du da? Hast du das Ripper-Lager gefunden? Ja, Bruder. Ich hab's gefunden. Meinst du, die haben uns hier oben gesucht? Keine Ahnung, Bushman. Ich hätte ja gefragt, wenn sie nicht versucht hätten, mir die Augen auszustechen. Tut mir leid, Bruder. Ich hätte bei dir sein sollen. So, hier mache ich eine ganz kleine Schnellreise. Oh yeah.